ich bin auf dem Weg in meine neue Praktikumsstelle in der Autowerkstatt. Und Kinder sind in der Schule, natürlich wie jeden Morgen. Ich werde wieder zu früh da sein, auch wie jeden Morgen. Ja, werde euch kurz danach berichten, was ich gemacht habe. Also Aufgabe ist schon Unterbodenschutz, Unterfahrschutz montieren. Bei dem einen Auto ist noch übrig geblieben vom Freitag. Und Antriebswelle checken oder irgendwas. Ja, also das mache ich jetzt mal gleich als erstes. Auch bei dem, also da, wo der Unterfahrschutz fehlt. Und jetzt haben wir Stau hier, fantastisch. Eieiei. Wieso haben wir denn Stau? Hört mal durch und dann will ich wissen, woran es liegt und ob ich das die nächsten Tage genauso mache oder ob ich irgendwo anders anfahre und nachher wegnehme. Das wäre dann auch mal sinnvoll. Mal schauen. Bis gleich. Ich komme vor wie ein Schulkind hier. Immer ein Schichtbrot dabei. Das ist schon gut. Na, hoffen wir mal, die lassen nicht so lange auf sich warten. Heute hat er ja angesagt, um 9. Das ist ja quasi in einer Dreiviertelstunde. Ah ja, Leute, ich habe mein Handy aktiviert. Hier. Mein Handy hier, uralt. Das habe ich hier von einem befreundeten Händler abgekauft, für einen Fünfer. Hält noch relativ gut Akku, tut seinen Zweck. Oh, so ist es. Handy ist aktiviert. 1,10 Euro kostet der Kaffee. War das jetzt richtig? 1,10 Euro? Ich muss gleich nochmal gucken. Ich habe ja auch was zu trinken bei, aber Kaffee am Morgen ist schon nicht verkehrt. 3,90 Euro macht 1,10 Euro. Jawohl. Lieferung ist da. Und die Einspritzpumpe kommt nochmal vorbei. Dann fangen wir mal an. So. Ja, oh, das Ding habe ich am Wickel. Antriebsmanschette. Antriebsmanschette. Gucken wir mal. Die hier, die da, ja, die ist abgerissen. Einmal neu, den einmal neu. Das hat es nicht weggemacht. Was bitte? Deine Ölgetropf hat es nicht weggemacht. Wo denn das? Ja, den Tropfen. Das ist aber nicht von, das war nicht von, das ist vom Wochenende. Mhm. Wunderbar. Also.
Manchmal muss man nicht flexibel sein, offensichtlich. Ja, also ein bisschen flexibel sein. Was haben wir denn hier? Montagepaste, ja? Das ist Fett für das Achsgelenk. Originalschmierfett für Gleichlaufgelenke, genau, okay. Dann haben wir Spannringe. Mit speziellen Zangen zu bedienen, oder was? Ramonierzange. Das Schwierige ist, die nachher wirklich möglichst fest drauf zu kriegen, dass das, was man hier quetschen kann, auch reicht, um genug Druck drauf zu kriegen. Daran scheitern wir meistens. Weil, da ist ja jetzt schon, und ja, das muss man dann darüber würgen. Und, genau, ah, okay. Aber die hier sind klar, die sind tatsächlich so, dass man die so einhaken muss, dass wenn man sie eingehakt ganz simpel. Dann kann es sogar sein, dass wir sie fest kriegen. Das muss man mal schauen, wenn man es montiert hat, wird danach einmal links rumgedreht und entweder flutscht es runter oder halt auch nicht. Scheiße. Wenn es runterflutscht, heißt okay, brauchen wir neu. Die Schraube wird immer neu gemacht, weil es eine Dehnschraube ist. Okay, alles klar. Die reißt halt irgendwann ab, sonst. Der hier kommt innen rein oder der. Das hängt davon ab, was wir finden. Es gibt beide Systeme. Was heißt innen? Wenn das Gelenk abgezogen wurde. Ich meine, was heißt innen? Wo sitzt das Ding? Unter der Schraube? So, nee. Du hast die Gelenkwelle, von außen sitzt die Schraube drin, hält das äußere Gelenk auf der Antriebswelle. Interessant ist natürlich auch immer, ob wir Spiel drin haben oder nicht. Wenn Spiel drin ist, verkaufen wir immer gleich komplette Gelenke. Ja, das macht ja sonst auch keinen Sinn. Genau. Dafür müsste man Fenster ans Gelenk fassen, an den äußeren Teil. Und dann das Rad ein bisschen quer drehen. Innen ans Gelenk? Also da, wo die Schrauben drin stecken. Rum. Ja. Das, wenn da das eine, alles hat Spiel? Das weiß man nicht. Also so wie das innen drin aussieht mit trockenem Fett, würde ich sagen, das innere Gelenk ist im Arsch. Ja, ist ja ausgespielt, oder? So. Ja, kann aber sagen, dass es noch nicht so alt ist, das ist noch okay. Und ist es spielig? Ist außen dran? Ja, ja, hat Spiel. Ohne Ende. Ja, siehst du? Ohne Ende. Merkst du gleich. Jetzt geht es doch drum. Jetzt nie gedacht, bei so vielen Schrauben, die da drum sind, dass da... Jetzt kannst du hier dran fassen und gleichzeitig am Rad drehen. Und dann merke ich, ob sich gleichmäßig oder. Ob das Spiel ist oder nicht. Ja, alles Kunststoff hier. Also. Muss gar nicht so fest wackeln, so ein ganz bisschen geht es nur drum. Nee, aber das nicht. Dann brauchen wir innen ein komplettes Gelenk. Super, das habe ich noch nicht da. Und habe ich natürlich noch nicht da, die sind recht teuer, deswegen habe ich die hier auf Vorrat liegen. Also eigentlich auch vorliegen. Hat aber sieht man nicht auch an diesen abgefahrenen Reifen, dass da irgendwas nicht stimmt? Das ist die Sache mit den Traggelenken. Oben und unten hast du Traggelenke. Oder ist das einfach nur Verschleiß? Ich kann auch sagen, dass die Spur falsch eingestellt war. Wenn die Traggelenke ausgeschlagen sind, verstellt die Spur sich auch so ein bisschen. Und dann hast du auch Ausbrüche hier drin, dann sieht das Abriebbild vom Reifen nicht mehr gerade glatt aus. Dann ist es so ein bisschen fetzig. Aber der Reifen ist natürlich klar, wenn du nochmal drauf guckst, erst mal zu wenig Luft vorgefahren, bist du daran, dass er rechts und links abgefahren ist. Wenn du wenig Druck hast, drückt er sich durch, dann trägt die Mitte nicht mehr. Und wahrscheinlich noch ein Spurfehler dazu. Ja, aber so ist er ja fest, ne? Ja, das kannst du so nicht beurteilen. Dafür brauchst du einen langen Hebel und musst direkt den Traggelenk angehen, um wirklich genug Kraft zu haben. Das kannst du auch und am Auto hoch. Ist der fest? Ja. Und ich bestelle mal ein Gelenk. Ja, ja. Also das ist 0,30, wird schon nichts mehr machen. Ist der jetzt auf gestellt oder auf zu? Oder? Hinten ist er wieder rechts-links gelegen. Alles klar, rechts-links. Rechts ist rechts, links ist links. Alles klar. Ist ja auch Werkzeug, mit dem ich nicht jeden Tag zu tun habe. Nee. Nur noch.
Ja, das passt doch. Das ist doch viel besser. Ja, mit Arbeit nicht nur lieb. Und ja, das ist Werkzeug für mich. Gekauft. Geht praktisch. Siehst du gleich, wenn er rausgelöst ist. Wir sind noch sehr wenig, aber machen ihn mal ganz frei. Ist ah, ist doch, wie die Oberseite aussieht, kannst du dir vorstellen. Das ist diese Flexibilität. Genau, da rutscht halt irgendwann raus. Ja, aber ich denke, wir haben noch ein bisschen was auf jeden Fall. Und die Steigung war, oder? Ja, die Leute müssen es auch passen. Das Steigen ist ganz interessant, aber die Mutter muss natürlich wieder drauf passen, dass nachher alles wieder formschlüssig ist. So, der Bolzen ist ab. Lässt man ihn hängen? Ja. Okay. Nee. Da machen wir noch ein bisschen Rostlöser auf, sagt der Chef. So, jetzt haben wir hier so ein. Also wunderschön und ja nicht teuer. Haben wir gemacht. Jetzt ist auf der Feder keine Spannung mehr. Wenig. Jetzt kommen die Räder runter. Okay. Des Weiteren. Passt er? Ja, klar. Gut. Gib mir Mühe. Ah, verstehe. Erstmal noch nicht. Es wird noch täglich besser, als er vor sich so viel kommt. Bei dem ist wichtig, dass man mal so ein bisschen reinhaut, dass die bloß nicht ausreißen. Das haben wir richtig Probleme. Anlösen vorher. Genau. Ansonsten ist dann noch diese Schraube natürlich aufzumachen. Mhm. Und dann. Also sag mal Reihenfolge? Reihenfolge. Völlig egal. Wie? Also es ist sinnvoll, innen anzufangen, weil dann doch kannst du alles gegenhalten. Dann die. Also hier können wir zum Beispiel den Schraubenzieher reinstecken. Das ist hier innen gelüftet. Dann kann ich sie immer bis dahin drehen, dann hast du Gegenhalt. Wenn du den Schraubenzieher wieder rausziehen, musst du weitergehen, weil du in einem bestimmten Bereich, in dem du überhaupt arbeiten kannst, getan werden muss. Naja. Aber schöner ist, wenn man gar nichts tun muss, sondern wenn man es einfach nur losschrauben kann. Schön, na, dann machen wir das doch. Dann schrauben wir die einfach mal los. Genau. So. Also jetzt die Dinger noch lösen. Eieieiei. Mal gucken. Ich habe hier kein bisschen Ablageplatz. Lasst euch mal. Hier so hängen. Oh, so mal. Jetzt schon, aber du musst es auch nicht mehr sehen.
Also ich will ja. Ich soll jetzt hier draufschlagen. Ich mache ja auch echt ungern auf Werkzeug draufschlagen, aber. Ja, gut, dann wollte ich dich nicht weiter aufhalten. Ja, so viel Angst muss man da gar nicht haben, aber zum Anfang. Ja, naja, ich meine, wenn dann immer so ein Ding abreißt und du sagst hier. Einmal vom Hammer. Hier wurde aber schon offen. Ja, ja. Offen, das sind wohl die, die hier liegen, sind die zum Brauchbaren. Ach, na dann. Hin und wieder schleifen wir die dann an, dass man sie doch wieder benutzen kann, weil der Vierkant funktioniert natürlich nach einer Weile nicht mehr. Und du kannst doch alle schon gleich ganz rausdrehen, ne? Ah, okay. Das ist, also muss nicht einmal rum alle lösen. Das okay, ist gut, ja, klar. Na, dann machen wir das doch. Da fällt mir jetzt auch nicht entgegen, wenn ich das jetzt hier mache, sondern. Alles klar. Also die bei jeder zweiten, die löst, fällt noch ein Sicherungsblech mit runter. Aber die habe ich schon gesehen, ja. Bitte mal dann, ja. Mal immer gucken, könnt ihr mal immer hier. Festzuhalten. Also, wechseln in. Wir drehen die Scheibe. Schraube in Position. Führen den Vielzahn ein. Hauen einmal mit dem Hammer hinten drauf. Mach ich jetzt. Simulation eines Schlags. Und dann mit einem wir testen. Zu lösen. Yay! Machst du meine normalen Bremsscheiben? Was macht man bei normalen Bremsscheiben, wo du nicht gegenhalten kannst? Wie machst du das denn? Zwei Radbolzen und weiter kannst du einen Fett. Kontern. Ah, okay, alles klar. Gut. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ist nicht, dass das statt. Fühlt sich immer so an, als würde es gleich auseinanderbrechen. Wahnsinn, das ist zu lange, aber. Thank you.
Keiner zu Hause. Aber wir haben noch 27er hier, den wir da vorhin verwendet. Aber wir haben hier die Schlagschraube, weißt du? Hast du mir doch gegeben vorhin, dafür. Achso, ja, dann nimmst du die. Da ist der Adapter mit dran. War halt nur mit dem Adapter. Ja, das ist ja eine Scheiße. Das ist da hinten. Ja, hat sich bewegt. Ja. Ja, super. Na denn, was mit dem Quatsch hier? Müssen wir langsam mal markieren hier. Gleich. Also ich schraube hier unten raus. Und dann schauen wir mal weiter. Einundzwanziger. Also die Schraube lösen, Zentralschraube. Und die Schraube kann man benutzen zum Durchstecken, bis halt Anschlag ist. Ja, das soll den Hammer noch rein, dass die ganz bis, rauskommt. Bis draußen hier komplett, die Verzahnung. Echt? Ja. Kann ja nicht sein, wenn die Schraube hier noch drin steckt. Achso, was ist denn das für eine Verzahnung? Das ist ja innen und außen. Erstmal ganz rein. Ja, weiter. Ja. Okay, jetzt kommt sie los. Ich will nicht, dass irgendwas runterfällt und das kaputt macht. Deswegen wollte ich lieber eher. Ja, fertig, dass du so bist. Naja, ich bin da eher vorsichtig. Alles richtig, die Schraube muss ganz raus. Genau. Jetzt hat sie auch keine Funktion mehr. Ja, gut. Genau. Und jetzt kann man praktisch vom Bremssattel hier aus zurückklappen und mit der anderen Hand versuchen. Kann man machen, ohne dass hier oben was. Ja, ja. Der sieht mir alles schon so porös aus, deswegen. Nee. Das ist alles super. Du.
Die sind ja alle sehr fragil, die Dinger. Kannst du mich hier an die Bremsscheibe fassen und so rum weg? Genau, da ist sie frei und jetzt wird die zur Seite rausgehen. Genau. Olaf! Morgen! Ist Dienstag. Scheiße, die kommt gar nicht so richtig, oder? Müssen wir oben noch abmachen, das ist ja... Aber die kommt, kommt. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, aber ich... Ja, aber da nicht abholst, ist ein Problem. Da war die Uhr raus. Was ist er? Außen. Schöner wäre, wenn man es machen würde. Mit Absicht so. Schöner wäre, wenn man die auch noch machen würde. Fertig. Abgezwungen. Was ihr braucht. Aus dem Boot. Yay. Yay. Ja, Leute. Tag 2. 18:43. Meine Güte. Ist auch hart. Hallo? Ja, hallo. Ich bin jetzt fertig. Ich fahre jetzt los hier. Soll ich hier bleiben? Oder wie? Ja, was brauchst du noch aus dem Auto? 20 Minuten?